Bei Metallbau Schlotter fliegen die Funken, wenn Thorsten zusammen mit Vater Michael maßgeschneiderte Balkon- und Treppengeländer anfertigt, geht es heiß her. Seit 100 Jahren entstehen im Werk in Eltingshausen Überdachungen, Zaunanlagen und Kunstschmiedearbeiten. Ein Familienbetrieb mit langer Tradition. Der Uropa hat noch, oder auch der Ururopa haben ja hier schon geschmiedet und die haben eben noch ganz früh Hufbeschlag gemacht und auch einen Hufbeschlagsmeister gemacht und dann später war hauptsächlich landwirtschaftliche Geräte, die haben Wägen gebaut für Bulldog und Traktoren und Pflugscharen geschmiedet und solche Sachen. Arbeit und Materialien haben sich zwar geändert, die Arbeitstechnik ist aber zu großen Teilen gleich geblieben. Das Schmiedefeuer wurde früher beispielsweise mit Kohlen statt wie heute mit Gas betrieben. Doch auch der Ururgroßvater hat die Schmiedebänder mittels Hammer auf dem Amboss hergestellt. Mit der Bandschleifmaschine kann man nicht nur Zaunstäbe verschönern. Auch die Messer von Rasenmähern, die die Kunden extra vorbeibringen, werden hiermit erneut geschärft. Die Metallverarbeitung ist vielfältig. Egal, ob die Geländer aus kunstvoll gedrehten Stäben bestehen oder ob mittels Walze ein Muster eingeprägt werden soll. In Eltingshausen wird fast alles von Hand gemacht. Schutzkleidung ist dabei für die Metallbauer selbstverständlich. Trotzdem lassen sich kleine Unfälle nicht vermeiden. Klassisch sind Schnittverletzungen an den Fingern oder vielleicht auch mal ein Funk ins Auge, wo auch trotz Schutzbrille sogar mal ins Auge geht. Es gab auch schon mal brennende Hose, wo ein Funke reingefallen ist und so Sachen, aber nichts Großartiges, keine großen Verletzungen. Der Beruf des Metallbauers, früher auch Schmied oder Schlosser genannt, ist größtenteils eine Männerdomäne. Helga Schlotter legte 1981 als eine der ganz wenigen Frauen in Bayern die Meisterprüfung als Schmied ab. Heute kümmert sie sich überwiegend um die Büroarbeit. Trotzdem ist sie diejenige, die jedes Stück nach der Endfertigung einer kritischen Prüfung unterzieht. Es war auch sehr schwierig, vor allem damals war auch in den Berufsschulen und in den Lehrgängen gab es noch praktisch keine Duschen und keine Toiletten und Umkleidekabinen für Frauen. Da haben die Lehrer meistens ihre zur Verfügung gestellt. Also ich war eigentlich überall immer die Einzige. Auch allerlei Dekoratives für Hof und Garten kann man in Eltingshausen erstehen. Sonderanfertigungen wie diese fast 4 Meter hohe Skulptur werden individuell nach Kundenwunsch erstellt. Und noch ein Standbein hat sich Thorsten Schlotter aufgebaut. Ja, außer den klassischen Schlossaufgaben machen wir eben noch so, haben wir einen Mittelalter-Spezialversand, wo wir eben hauptsächlich Waffen, Kettenhemden, Trinkhörner, Schwerter, Äxte, so Sachen verkaufen, hauptsächlich Versand. Und machen da auch spezielle Sonderanfertigungen, zum Beispiel für das Schauspielhaus in Graz haben wir ein spezielles Schwert angefertigt für eine Aufführung. Wir haben in Sömmersdorf die Passionsspiele mit römischen Lanzen beliefert. Eine weitere Besonderheit, seit 2 Jahren wird der Fränkische Kabarettpreis verliehen. Angefertigt wird das gute Stück bei Metallbau Schlotter. Ob dessen Mitarbeiter auch Tipps für die Kabarettisten parat haben, weiß man nicht. Auf alle Fälle haben sie aber einige Tricks auf Lager, wie man selbst Unrat und Gartenwerkzeuge stilvoll verstauen kann.